meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite allerdings in Singapur in Asien, und heute gucken wir uns Demi Lovato an und wir gucken uns an, was Demi Lovato gesanglich ausmacht. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich super freuen, wenn du ein Abo hinterlässt, Daumen hoch, und auf Instagram gibt es auch so kleine 60-Sekunden-Videos, wo ich dann so ein paar Tipps und Tricks erkläre, ein paar Warm-Up-Übungen. Ich zeige meine Schüler, ich zeige mein Studio hier in Asien, und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mir natürlich auch auf Instagram folgt. Ja, dann lass uns mal loslegen, denn Demi Lovato ist ja jemand, der eine sehr große und breit gefächerte Range hat. Also wirklich von den allertiefsten Tönen bis zu den hohen Registern, Whistle Notes. Und jemand, der grundsätzlich sehr viel in Mix Voice singt. Ja, das heißt, also genau dieser Blend zwischen zwei Registern, das machen wir aber. Jetzt gucken wir uns mal gleich an, so, was ist jetzt hier los? Stopp. Also schon auf jeden Fall sehr twangy hier. Ich habe es natürlich jetzt natürlich übertrieben. Aber Twang ist ganz häufig etwas, was man benutzt, gerade auch um hohe Töne zu bekommen. Twang wird auch sehr häufig am Broadway benutzt. Das klingt dann immer so ein bisschen... Ja, also auf jeden Fall... Good girl, let me go. Ich habe es jetzt wirklich echt übertrieben, aber dieser Sound, der ihr oftmals sehr hilft. Okay, lass uns mal weitergehen. Demi Lovato hat wirklich im Chest-Voice-Bereich einen sehr starken, ausgeprägten TA-Muscle. Also das heißt, die TA-Muscle ist wirklich strong. Dieser Chest-Voice-Muscle ist sehr gut ausgebildet und auch sehr stark, ja. Bei ihr ist es natürlich auch so, das ist nicht so krass wie bei Adele, weil Adele nämlich ins andere Register flippt, dann hört man das schon sehr akzentuiert raus. Ne? Wenn sie dann singt, hello from the other side, to tell you, da hört man dieses schöne Falsetto, und da hört man aber auch den Bruch in das andere Register viel klarer. Das ist bei Demi Lovato eigentlich eher nicht der Fall, weil sie ist doch sehr in ihren Übergängen sehr, sehr gut, ne? Zu all ihren Registern. So, lass uns nochmal weiterschauen. Ihr seht auch, ihr Mund ist auch sehr, sehr offen. Da streiten sich die gesanglichen Geister darüber. Im Grunde ist es nämlich so, klar ist es eine große Hilfe, wenn du den Mund aufmachst, damit die Töne einfach rauskommen, klarer werden, damit der Sound sich verbessert, damit die Vokale einfach besser ausgesungen werden. Aber man sagt immer grundsätzlich, dass die Stärke der Stimme immer von innen kommen soll. Ja? Also das heißt, das, was wir versuchen sozusagen außen zu machen, muss eigentlich erstmal innen passieren. Lass uns mal weiterschauen. Ich will jetzt nicht das ganze Video nur so ein bisschen... Sehr schöner Flip in die Kopfstimme. Ja, nochmal auch kleiner Stopp. Ne? Also sie mixt sehr schön zwischen... Die Kopfstimme ist auch sehr kräftig dort. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kopfstimme singen würde, ist meine Kopfstimme nicht so kräftig. Natürlich kann man daran arbeiten. Du kannst auf jeden Fall daran arbeiten, ob du eine kräftigere Kopfstimme haben möchtest oder Bruststimme oder whatsoever. Es ist wirklich echt nur Trainingssache und natürlich auch Disziplin. Ich sage immer, lieber täglich trainieren als einmal die Woche eine ganze Stunde, weil du hast natürlich auch Muscle Memory. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Der Muskel prägt sich das ein und das kann teilweise sehr lange dauern, bis der Muskel sich umstellt und sich umgewöhnt. Also hier ist es sehr schön, wie sie in diesen Flips arbeitet. Das heißt, sie kann das richtig gut koordinieren. Ne? Adele beispielsweise ist nur ein Beispiel, finde Adele ist klasse. Ne? Ist aber auch bekannt dafür, keine gesunde Gesangstechnik zu haben. Die hat dann nämlich zwei Operationen gehabt. Ja, also anders als Adele ist sie da doch sehr in einem guten, kontrollierten Bereich, dass sie von diesen Registern das switcht. Anstelle von Kopfstimme, Brust, Kopfstimme und dann
glaube, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Also die Flexibilität dort ist einfach anders bei ihr. So, weiter geht's. Da war sie ein bisschen flat. Kurzer Stopp, was natürlich auch auffällt, ist der klare Stimmansatz. Ne? Und überhaupt, dass sie die also nicht nur dieser klare Stimmansatz, also Vocal Onsets, Glottal Onsets, sondern auch, dass diese Klangheit durch die Phrasen halt durchweg singt. Ne? So ein bisschen bei Helene Fischer, da ist wenig Spielraum für andere, sage ich jetzt mal, gesangliche Akzente wie Vocal Fry oder was weiß ich, Vocal Fry, Breathy Onsets. Oh, Breathy Onsets weiß ich nicht, ich glaube weniger. Kommt auch mal drauf an. Auf jeden Fall startet sie mit einem klaren Stimmansatz, die Stimmbänder kommen miteinander zusammen und produzieren einen klaren Sound. Da geht keine Luft dazwischen, da geht auch kein Vocal Fry, kein Slack. Und sie bleibt dann auch bei dieser Klarheit. Also es ist nicht so, dass sie jetzt Stimmansatz, klarer Stimmansatz, dann singt sie die Strophe aus und dann singt sie die aus mit einem breathy Onset. Wobei, die müsste ich jetzt nochmal reinhören. Auf jeden Fall tut sie sehr viel von dieser Klarheit in ihrem Gesang. Ich zum Beispiel bin so ein Breathy-Sänger. Also ich gebe mich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt hier bin. Ich bin so ein Breathy-Sänger, würde man sagen, weil ich immer sehr viel Atmung benutze dazwischen, weil ich dann immer so eine gewisse Atmosphäre kreieren will. Und sie ist da sehr klar, weil sie natürlich auch in sehr hohem Register arbeitet, wo da auch viel Klarheit notwendig ist, um die Töne einfach besser zu bekommen. So, weiter geht's. Like a skyscraper. Wobei sie sitzt da jetzt natürlich sehr unbequem, ne? Ich sag nur Atmung. Ja, das ist Mixed Voice. Sie singt auch Machine, weil sie natürlich nicht Machine machen will, weil das bedeutet, sie würde dann sozusagen einmal den Mund schließen und das würde so ein Drop in Pitch bedeuten. Machine! Weißt du, wenn ich jetzt solche Machine! Ja, wenn ich das I form, wir wollen also wieder Bauer Modification, wollen hier das I nicht formen, weil wenn wir den Mund zu machen und wieder ansetzen müssen stimmlich, ist das auch nicht so anstrengend für die Stimme. Das heißt, wir bleiben offen und sagen Machine! Das ist eigentlich hier meine Tonlage tiefer. Machine! Rather than machine. Siehst du, wie sich das verändert? Machine, machine. Und so kann sie auch den Machine auch ein bisschen besser aussehen. Also Vocal Modification ist schon auf jeden Fall ein großes Ding. So, jetzt wollte ich einmal kurz zum Abschluss was sagen, weil wir gucken uns heute nicht das ganze Video an, sondern nur so ein bisschen. Und wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann sendet mir einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass das Video gut angekommen ist bei euch und dass ihr mehr von ihr sehen wollt. Vielleicht könnt ihr mir auch hier Links dazu schicken. Nochmal was zum Thema Mixed Voice. Für viele ist mir der Begriff unklar, kann ich auch total verstehen. Mixed Voice ist also sozusagen ein Blend in zwei Registern. Also wir haben hier die Bruststimme. Und dann gibt es immer den Bruch in die Kopfstimme. So. Und viele wollen immer die Kopfstimme nicht brechen oder viele wollen sozusagen in diesem Mixed-Voice-Bereich arbeiten, indem diese zwei Register miteinander zusammenkommen, indem die Muskeln einfach koordiniert arbeiten. Und das sind immer diese kleinen, eigentlich sind es gar nicht so viele Töne. Es ist wirklich im Grunde genommen eine kleinere Sparte, bevor du dann doch tatsächlich ins Flageolet, ins Kopfstimmregister brichst. Und diese Töne, ja, die wollen wir natürlich so flexibel wie möglich haben. Ja, diese Töne wollen wir natürlich, sagen wir mal so 70% Brust, 30% Kopf oder vielleicht 50% Brust, 50% Kopfstimme. Und das ist natürlich so diese Kunst dazwischen, so in Kontrolle zu sein, dass man eben diesen Mix kreieren kann, also diesen Mix Register. Und bei ihr ist der Mix immer noch sehr kräftig, weil sie ist immer noch sehr viel Bruststimme benutzt und ein bisschen was von der Kopfstimme, ja. Das ist natürlich auch Hochleistungssport hier. Und Mixed Voice Register, manchmal kann es einen Moment dauern, bis meine Schüler das finden. Manchmal kommt es auch von alleine, manchmal kommt es auch nach Imitation, manchmal kommt es auch durch bestimmte Übungen, manchmal kann es ein halbes Jahr dauern, haben wir auch jetzt gehabt. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, ne. Bis du dann diesen Blend findest, ne,
So, wenn du den einmal gefunden hast, kann es bei einigen richtig gut sacken und die haben das dann verstanden und sie fühlen auch sozusagen dieses, es ist dann nicht gepusht, es ist dann nicht krampfartig hochgezogen, sondern es fühlt sich homogen an und es ist halt, ja, es ist so ein ganz anderes Gefühl beim ersten Mal Mixed Voice. Oder es kann einen Moment dauern und manchmal brauchst du einen Moment, oh, da ist es jetzt rausgekommen, da hattest du jetzt sozusagen diesen Blend gehabt, dieses Blending, wie jetzt bei Demi Lovato gerade. Und manchmal kann es dann auch gleich wieder weg sein, also braucht ein paar Anläufe. Ja, und da kann man mit bestimmten Übungen natürlich sich da durcharbeiten und das auch festigen, ne? Und das ist also natürlich Hochleistungssport, nach meiner Meinung, sowieso Singen ist Hochleistungssport, aber nach meiner Meinung Mixed Register ist auch nochmal so ein bisschen mehr Feintuning. So, ich bekomme auf jeden Fall den Oscar für das schnellstgesprochenste Video 2019. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr da hoch hinterlässt ein Abonnement. Falls ihr dieses Video auf meinem nicht-deutschen Kanal guckt, ich habe nämlich einen größeren Kanal mit 230.000 Subscribern, aber ich habe einen deutschen Kanal, auf dem zukünftig nur noch die deutschen Videos stattfinden werden. Deswegen bitte ich euch sehr höflich und förmlich, ob ihr nicht dorthin gehen wollen würdet und dort ein Abonnement hinterlässt, weil ich würde mich freuen, weil ich will in Zukunft nämlich nur noch die deutschen Videos dort hochladen, also nicht mehr auf dem englischen Kanal, sondern zukünftig auf diesen kleinen deutschen Kanal. Das heißt, es wäre klasse, wenn wir ihn so zum Wachsen bekommen. Und ja, liebe Grüße aus Singapur, ich drücke euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Arg. Okay, tschüss, tschüss.